Jo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen hier wieder auf unserem YouTube-Channel. Und heute habe ich für euch ein Review ausgepackt. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, beziehungsweise im Hintergrund gerade. Und zwar ist es mein Pocket Bike. Ja, Freunde, es ist richtig geil. Irgendwie hatten wir Probleme mit der Lieferung. Das Motorrad kam nach über einer Woche einfach nicht. Und ja, das ging mir gehörig auf die Nerven. Und dann dann sind wir heute zur Post gefahren und irgendwie stand da, der Empfänger ist unbekannt. Bei uns wurde eine falsche Adresse einfach angegeben und zum Glück war der Postmann da, den wir kannten, und der hat uns das Motorrad dann gegeben. Das war natürlich noch gar nicht zusammengebaut und so. Und ja, ich habe schon eine Probefahrt damit gemacht. Vielleicht wird dazu auch noch ein Video kommen. Und ja, ich sage jetzt zu viel und. Heute, wie gesagt, zu einem Review. Ich werde euch alles zeigen, was ihr machen sollt, um ja das Motorrad auch richtig zu starten. Starten werde ich es natürlich nicht. Das kann ich zwar, aber ich mache es ohne meinen Vater nicht. Es ist eigentlich sehr leicht, Seilzugstarter zu ziehen. Und da würde ich sagen, beginnen wir auch direkt mal. So, Freunde, dann fangen wir auch gleich mal an. Ich ziehe mir jetzt hier extra Handschuhe an. Damit, weil das Ganze fühlt sich noch so, also ist noch ein bisschen stinkig, das Motorrad. Und ja, wenn ihr dann vergisst, die Hände zu waschen, nachdem ihr das angefasst habt, dann kann es vielleicht sogar zu Krankheiten kommen wegen den Bakterien und so weiter. Und das Ganze wurde ja in China hergestellt, deswegen am besten immer Hände waschen oder Handschuhe tragen. Dann beginnen wir auch direkt mal. Und zwar, ich zeige euch erstmal, was eigentlich, wie ihr die Fußrasten hier anbauen sollt. Und zwar, das ist ja eigentlich ganz einfach, es gibt da so einen schwarzen Teil und da steckt ihr einfach die Schraube rein und baut dann die Fußrasten fest. Und ich sag nochmal am Anfang, ist es sehr wichtig, alle Schrauben zu kontrollieren. So, dann die andere Fußraste ist natürlich genauso. Hier das rote ist das der Notaus. Und den müsst ihr in diese Position bringen, wie er gerade ist. Beziehungsweise, ich weiß nicht. Nee, runter geht er nicht mehr. Der geht, glaube ich, nur hoch. Und ja, in diese Position müsst ihr ihn bringen, um das Bike zum Anspringen zu bringen. Das ist übrigens, habe ich euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Dann machen wir weiter hier mit dem Ständer. Der muss natürlich auch befestigt werden. Hier im schwarzen Teil, ich glaube, ich erkennt man hier sogar. Einfach mit der Schraube hier reinstecken. Natürlich davor noch, ja, und unten einfach zudrehen, beziehungsweise oben. Und dann habt ihr ganz normal die Fußstände, den kann ich auch gleich einklappen. Ich setze mich dann gleich drauf. Und ja, viel gibt es nicht mehr zu sagen. Hier ist noch ein Schlüssel. Moment, ich guck mal eben, ob man das sieht. Ja, das blaue, schiebt mal eben Kamera rüber. Hier. Das hier. Da musst du den Schlüssel reinstecken, den ihr bekommt. Und wie gesagt, es ist nicht bei allen Motorrädern so, dass man einen Schlüssel reinstecken muss, aber bei dem hier eben schon. Und ja, so ist es eigentlich ganz leicht, das Motorrad zusammenzubauen. Wie gesagt, alle Schrauben nochmal prüfen, ob alles gut ist. Die Sitze beträgt 45 cm. Das stand in der Beschreibung. Ich habe es zwar nicht ausgemessen, aber ist natürlich sehr klein. Und dann gehen wir eben mal hier rüber, da kann ich euch das kurz zeigen. So, hier empfohlen für Jugendliche ab 16 Jahren. Ich finde das jetzt irgendwie, ja, ich hoffe, da seht ihr bestimmt, da. Und ja, ich bin jetzt nicht 16, das hört ihr wahrscheinlich schon. Wie gesagt, ich bin halt nicht 16 und ich muss mal eben scharf stellen hier. So. Dann machen wir weiter. Wie startet ihr das Motorrad? Es wird am Anfang natürlich Probleme sein. Hier ist übrigens der Tank. Erkennt man gut. Und da müsst ihr einfach Benzin rein mit Zweitaktöl. Hier steht es nochmal. 1:25. Bitte verwenden Sie bleifreies Benzin plus Zweitaktmotoröl. Mischungsverhältnis 1:25. Alle wissen, was damit gemeint ist, ne? So, dann wie starte ich mein Bike? Ich mache es jetzt erstmal so. Hier ist natürlich der Gashebel. Hier dreht ihr. Müsst ihr ein bisschen Gas geben. Und dann
seht ihr hier hinten am Salzungsstarter. Den Salzungsstarter zeige ich euch dann eben nochmal. So, Freunde, hier sind wir jetzt schon auf der anderen Seite. Ich habe eben den Stativ in der Hand und das ist der Salzungsstarter hier. Ihr seht ihn. Und da müsst ihr einfach so ziehen und am besten, also auf keinen Fall mit Gewalt, sonst kann er auch rausfliegen. Es ist natürlich so, hier hinten seht ihr nochmal den Auspuff. Ob man das sieht jetzt, weiß ich nicht. Ne, sieht man nicht, aber Warnung, keine Straßenzulassung. Das ist ganz wichtig, ihr dürft damit nicht auf der Straße fahren, wenn die Polizei euch erwischen sollte, dann gibt es vielleicht beim ersten Mal nur eine Verwarnung, aber beim zweiten Mal wird es dann schon heftiger. So, Freunde, das war es jetzt auch schon von diesem kleinen, ja, Review zu meinem Pocketbike, was ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung als ersten Link dagelassen habe. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, haut rein und ciao!